Gesundheit, Beutelomäus. Gesundheit. Was ist denn los mit dir? Och, mir war nur gerade sehr kalt um die Nase. Ah, ja, dir ist kalt um die Nase. Ich weiß schon. Du willst einfach, dass ich die Geschichte weitererzähle. Hm? Genau. Na also, wie war das? Der Kräutergreis, mein Doppelgänger, hat mir meine Weihnachtsmannkleidung gestohlen und den geheimen Plan der Bescherung. Und du weißt ja, dass ich ohne diesen Plan niemals an einem Tag alle Kinder der Welt besuchen kann. Ah, ja, so geht das also. Um zu allen Kindern der Welt zu gelangen. Jetzt müssen mir diese Rotzlöffel nur noch abnehmen, dass ich der Weihnachtsmann bin. Und dann werde ich so böse sein, dass sie... Was tun? Was ist denn da los? Was soll ich machen? Weihnachtsmann fahren denn? Weihnachtsmann. Ach, Weihnachtsmann. Ja, ja, ich bin der Weihnachtsmann. So, und nun schlaf schön weiter. Schlaf schön weiter. Ja, ja. Verflixtes Bodenkraut. Bei diesen Glückspilzen wirkt die Schlaftinktur gar nicht so gut. Naja, weiter geht's. Weiter geht's. Ich bin der Weihnachtsmann und... Oh nein, alter Junge. So nimmt dir den Weihnachtsmann keiner ab. Der sah tatsächlich aus wie ich. Ja, also fast. Er hatte zottelige Haare und keinen Vollbart. Und außerdem hat er anders geguckt, so. Ich frage mich nur, was er mit meinem Mantel will. Und was will er mit dem Plan der Bescherung? Bestimmt nichts Gutes. Ja. Weihnachtsmann? Ja. Hatten wir die Tür zum Raum der Geschenke nicht zugemacht? Aber natürlich, Beutelomäus, natürlich. Aha. Ja, Moment mal. Eigentlich ja. Ja. Wir haben ein Fläschchen mit Kinderduftwasser nicht verpackt. Hm. Wo? Na hier. Nein, Beutelomäus, das ist kein Duftwasser. Das ist ein Fläschchen von einem Kräutermischer. Hier ist das Zeichen für Kräutermischer. Den schnappen wir uns. Wir besuchen alle Kräutermischer, die es gibt. Und wenn wir ihn gefunden haben, dann... Beutelomäus, es gibt viele hundert Kräutermischer. Die sind verstreut auf der ganzen Welt. Wie wollen wir die alle besuchen? Ich hab's. Die Trödlerin. Sie hat mir doch gesagt, dass sie alle Plätze der Welt besucht. Ha, dann kennt sie vielleicht einen Kräutermischer, der so aussieht wie du. Beutelomäus, wenn ich dich nicht hätte, eine sehr gute Idee. Bloß wie und wo finden wir sie? Ich werde sie finden. Ich habe sie zuletzt im Wald gesehen. Wünsch mir Glück. Ja, ich wünsche dir sogar sehr viel Glück, mein Beutelomäus. Guten Tag, liebe Kinder. Ich bin der Weihnachtsmann. Nein, das ist viel zu unfreundlich. Da riechen die gleich Lunte. Da muss ich lachen. Ja, ich hasse Lachen. Guten Tag, lieber. Ja, wenn da der Bart hier rankommt. Der Bart. Ja. Meine Bartwuchspaste. Meine Bartwuchspaste. Und gleich wächst mir ein Bart. Trödlerin! Oh. Trödlerin? Trödlerin! Oh. Trödlerin! Der Weihnachtsmann und ich, wir brauchen deine Hilfe. Und ich glaube, nur du kannst uns helfen. Beutelomäus, du glaubst an mich. Das freut mich aber. Also? Es geht um einen Kräutermischer, der genauso aussieht wie der Weihnachtsmann. Er hat uns bestohlen. Ein Kräutermischer, der genauso aussieht wie der Weihnachtsmann? Das kann nur Gerlach, der unglückliche Kräutergreis, sein. Du kennst ihn? Allerdings. Ich wollte ein böses Buch einmal vor ihm verstecken. Das Schwarzbuch der Rezepte. Und dann hat mir die Trödlerin erzählt, dass er Gerlach heißt. Hm? Gerlach, Gerlach, ja. Ja, ich erinnere mich, er war der Sohn einer sehr bekannten Kräuterfrau.
Und er hat als Kind nie gelacht. Nicht einmal, als ich ihm eine kleine Kräuterfibel geschenkt habe. Gerlach. Was hast du da vorhin gesagt? Er sieht so aus wie ich. Mhm. Ja, nur mit zotteligen Haaren und er hat kein Vollbart. Ja. Aber was hat das nun mit diesem Buch auf sich? Ja, man nennt es das Schwarzbuch der Rezepte. Es ist ein böses Buch, das unglückliche Menschen zu schlimmen Taten verleitet. Ach, und das hat dieser Gerlach in die Hände bekommen. Mhm. Bevor die Trödlerin es vor ihm in Sicherheit bringen konnte. Er wollte sich ein Rezept kochen, die Glückssuppe. Na, Glückssuppe, was ist denn daran so schlimm? Weil man dazu die traurigste Zutat braucht, die es gibt. Na ja, na welche? Das wusste die Trödlerin auch nicht. Na gut, dann schauen wir einfach in diesem Buch nach. Nein, Weihnachtsmann, wenn ein glücklicher Mensch das Buch öffnet, dann erfriert er. Denn das Schwarzbuch der Rezepte macht bitterkalt. Ach, verflixtes Bodenkraut. Wo bleibt denn der Bart? Wasser. Ja. Blumen wachsen ja auch mit Wasser. Na, aber Beutelümmel, wie wollen wir dann herausbekommen, was mit Gerlach und dieser sogenannten Glückssuppe ist? Ich werde das Buch öffnen. Nein, nein, das ist mir viel zu gefährlich, Beutelümmel. Ja, aber das Buch lässt doch nur Menschen erfrieren. Und ich bin glücklicherweise ein Sack. Trotzdem, Beutelumius, wenn dir irgendwas passiert... Ich schaff das schon. Ich muss nur an mich glauben. Das hat die Trödlerin gesagt. Ja. Ich glaube ja auch an dich, mein Beutelumius. Na gut, gut. Also dann werde ich derweil... Nein, ich gehe derweil in den Raum der Geschenke. Wieso ist der jetzt grün? Was steht denn in meinem Kräuterbuch? Habet Geduld, der Bart wuchset schon, werde er aber feucht, verfärbe er sich für 44 Sekunden grün. 44 Sekunden? Na, die müssten doch längst um sein. 44 Sekunden. Oh, das Kalt! Wo ist denn das Rezept? So verfaulte Äpfel? Oh, Schlecken, Schnecken, Schleim? Und als letzte Zutat füge man nach 30 Jahren hinzu. Tränen aller Kinder. Einmal vollendet, spendet die Suppe ewiges Glück. Oh, er will alle Kinder zum Weinen bringen. Bartholomäus? Bartholomäus, ist alles in Ordnung? Nein, nicht reinkommen! Um Himmels Willen, du bibberst ja! Was war denn los? Oh. Gerlach, Gerlach, er will die Tränen aller Kinder. Was? Die Tränen der Kinder? Deshalb hat er auch deinen Mantel gestohlen. Weg damit, Scheu. Ah, guten Tag, liebe Kinder. Lächeln, lächeln. Na, bleib doch oben. Ah. Guten Tag, liebe Kinder. Ich bin der Weihnachtsmann hier. Jetzt muss ich nur noch wissen, wie ich die Kinder zum Weinen bringe. Im Namen der Glückssuppe. Ja, komm. Na komm. Ah, dir wird wieder kalt um die Nase, stimmt's? Mhm. Ja, aber sag mir... Wird Gerlach den Mattis zum Weinen bringen? Ach, Mattis, du meinst den frechsten Jungen dieses Dorfes? Mhm. Nun, es wird Zeit... Was? Oh, das will ich gar nicht hören! ...ins Bett zu gehen, denn wie es weitergeht, das werden wir morgen sehen. Gesundheit, Beutelumäus! Pustekuchen.